heute wird es Zeit für ein neues Abenteuer. Und zwar habe ich mir überlegt, dass es Zeit wird, mal wieder ein bisschen Farbe unter die Haut zu kriegen. Und das Ganze war super geil verabredet. Wir hatten vor, deinen Oberschenkel zu tätowieren. Also in seiner Vorstellung. Also aus so wurde praktisch so. Wir suchen jetzt nach einer Lösung irgendwie. Mutant Movement! Weil halt hier nichts am Start ist, muss der arme Bone Inc. jetzt dieses ganze Motiv einfach nochmal komplett neu zeichnen. Jetzt wird gestochen. Also das Motiv, was der Bone eben gezeichnet hat, das hat er eben hier auf das Kohlepapier übertragen und damit auf das Transfer. Und das Transfer, das schneidet er jetzt gerade aus. Und wenn er das gemacht hat, dann kann er es schon auf mein Bein legen und dann ist das Motiv quasi schon drauf. So, Alter, das war's jetzt. Bist fertig? Oh Mann, ey, schlecht. Ey, ich hab gesagt, jetzt bin ich schon gut durch, ey. Wie lange haben wir jetzt insgesamt gestochen? Boah, ich weiß es nicht. Ich hab nicht auf die Uhr geguckt, aber ich verliere auch bei sowas immer gerne die Zeit. Also, aber so 2 Stunden waren es schon, oder? Meinst ja, 2,5 Stunden waren es auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es ging echt. Also es war gar nicht so schmerzhaft, wie ich es befürchtet hatte. Die Stelle ist ja so ein bisschen relativ nah so an der Hüfte dran. Also oberer Oberschenkel, wenn man das so sagen kann. Und hast du irgendwie besondere Nadeln verwendet oder, also ich meine, gerade am Anfang so bis zur Mitte hin habe ich das kaum gespürt, ehrlich gesagt. Also das sind halt ganz dünne 5er Roundtip-Nadeln, mit fertigen Tubes schon bei, aber es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, keine Spezial... Oder ist das einfach eine Stelle, die nicht so schmerzhaft hat? Das ist eine Stelle, die nicht so schmerzhaft hat. Das nehmen auch gerne viele Tätowierer zum Üben an sich selber, dass sie sich einfach mal den Oberschenkel vollballern. Ja, das ist halt, je weiter hoch du kommst, desto schmerzhafter ist es halt, weil die Haut da dünner wird und die Nerven enden. Und eine Sache war tatsächlich bemerkenswert, wenn du die längeren Nadeln verwandt hast, dann hat das weniger wehgetan, als wenn du die kurzen verwandt hast. Wie ist das denn zum Beispiel? Bei einer Spitzennadel hast du einen feinen Druckpunkt. Okay. Ein Stechen. Ja. Bei einer, Achso, geht die tiefer rein oder so? Nee, nee. Also du hast ja bei dieser Nadel, wo diese Nadeln übereinander liegen, ja, ist der Druckpunkt größer. Mhm. Das heißt, du hast nicht so dieses Stechen-Gefühl, sondern du hast eher so einen Druckschmerz. Und der Druckschmerz ist einfacher zu ertragen als so ein, die ganze Zeit so ein Gehacke, so ein Stechen die ganze Zeit. Mega geil. Tja, also so ist es. Ich habe ein neues Tattoo. Mega glücklich. Danke, ja. Bruder. Gerne. Das war echt mega gut. Aber ey, eine Sache noch. Der Typ da, der macht richtig, richtig viel Kunst und sogar richtig, richtig gut. Sag mal, wo man dich finden kann, Alter. Man kann mich finden auf Instagram, InkBone, da kann man sich meine Sachen angucken. Auf Facebook habe ich noch eine Seite, Bone Ink, alles groß geschrieben. Da findet ihr mich und ja, guckt euch meinen Scheiß an und Thumbs up und so. Und alle Links findet ihr natürlich nochmal unten in der Videobeschreibung. Tja, und was müssen die Leute jetzt noch machen, also mit dem Video? Was sie damit machen müssen. Ja. Ja, und Thumbs up und Thumbs subscribe. Up. Ja, so ist es. Peace. Mutant motherfucking movement.